So, willkommen zu einem neuen Video. Wir entlüften heute mal so ein Smart. Da könnt ihr mal genau mitgucken, wie ich das mache. Wenn man eine Bühne hat, ist es etwas einfacher. Dann hebt man das Vorderteil leicht hoch, so eine Bedienungsleitung, wie es in der Bedienungsleitung steht. Wenn man das nicht kann, bockt man diesen Wagen, ich sag mal, 20-30 cm hoch. Entweder man fährt einen Berg auf oder man lebt etwas drunter oder man fährt auf irgendwelche Steine oder auf Stelzen oder was auch immer. Ja, aber wir machen das hier mit der Bühne. Und setzen. Fahrgeber. Fahrgeber geht auch, ja, aber muss man irgendwie vorder dann anheben. So. Heben wir den mal an. So, jetzt Klappe auf. Ey, da ist hier gar nichts drin. Also die Schritte sind, ich bock den Wagen auf. Normalerweise mache ich dann hier diese Serviceklappe auf, den Deckel raus. Ich glaube, da fehlt davon noch ein bisschen Wasser. Und guck, dass die Luft schon mal rauskommt. Gib Flüssigkeit nach, lass den Motor warm laufen. Das Problem bei den Smarts ist nämlich, die haben hier unten die Schläuche, die hinten zum Thermostat gehen. Und wenn da irgendwo Luft zwischen ist, wird der Wagen einfach nicht warm. Das heißt, irgendwo ist Luft, die Zirkulation findet nicht vernünftig statt. So, und hier in diesem Fall sehe ich schon, ich habe den Wagen hochgebockt und ich sehe hier schon, dass da einfach Flüssigkeit fehlt. Er hat nicht hochgezischt, der hat gar nichts gemacht. Da fehlt einfach Flüssigkeit, das heißt, er hat Luft im System. Denn wir müssen hier hinten an das Thermostat und an den Fühler, und dort gibt es so eine kleine Klammer. Hier müssen wir mal rausholen. Und zwar befindet sie sich dort hinten. Warte, das tue ich mal ein bisschen höher. Hier war schon jemand dran, sieht man, dass er hier dieses Zeug dran gemacht hat. Da vorne ist die Klammer. Da ist sie. Die müssen wir mal eigentlich mal rausholen. Also ich habe eben die Heizung angemacht. Jetzt, wo der Wagen warm ist, habe ich die Heizung angemacht und innen kommt noch sehr, sehr kalte Luft raus. Das bedeutet, wir holen jetzt die Klammer raus. Vorsichtig, dass wir die nicht verlieren. Und lassen natürlich den Sensor noch drin. Hier ist die Klammer. Hier hinten müssen wir gleich den Sensor so weit anheben. Das kannst du von hier gucken. Guck mal von hier. Da ist der Sensor. Da, sieht man den Sensor? Wenn ich jetzt das Ding hoch tue, müsste Luft und Wasser rauskommen. Da kommt schon Wasser raus. Am Daumen. Ja. Mhm. Sehr heißes Wasser. Kommt aber. Ja, ist aber mit Kühlmittel ist mit bei. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sieht für mich auch gelb aus. Es kann natürlich auch nur sein, dass das Ding hier so alt ist. Das kann natürlich sein. Dass das Ding so alt ist, das Wasser, natürlich mit Dreck und allem, dass es nicht mehr vernünftig kühlt. Das ist es. Das kann man gut vorstellen. Ich weiß nicht, wer sich deinen Spaß mit erlaubt hat, aber guck dir mal die Brühe an, Alter. Das ist krass. Wenn ich jetzt mal ein bisschen Gas gebe, dann fängt an, dass ich die Ja, ja, kommt jetzt. Kommt jetzt so langsam. Ich glaube, da hat die Luft rausgelassen. Jetzt ist das Ding soweit. Ich finde zwar scheiße, dass wir das mit diesem Gammelzeug da drin lassen. Also, die Schritte waren folgende. Auto aufbocken, wenn das System komplett leer ist. Wasser nachfüllen oder Wasser einfüllen. Motor starten, warm laufen lassen den Motor.
bis die drei Striche kommen, bis 80 Grad hat. Heizung auf voll. Gucken, dass hinten Luftblasen rauskommen, indem man diese Klammer wegnimmt, Thermostat, also diesen Sensor rausholt. Das ist der Wassersensor, Wassertemperatursensor. Rausholen, Luft rauslassen, wenn da ein bisschen Flüssigkeit rauskommt. Alles wieder rein, Kühlmittel oder Wasser nachfüllen. Gucken, dass innen warm wird, fertig. Ja, dann haben wir das. So, und wir gucken mal, ob das jetzt hier innen warm wird. Wird relativ warm, aber ich glaube, es liegt an der Kühlflüssigkeit, die bei uns wie Brühe ist. Die werden wir jetzt demnächst auch wieder wechseln. Ja, kommt schon wärmer raus. Das heißt, das entlüftet. Vielleicht nicht perfekt, aber es entlüftet.